Jahr für Jahr trifft es über 1,7 Millionen Frauen weltweit. Die niederschmetternde Diagnose: Brustkrebs. Die Erkrankung ist die häufigste Krebsart bei Frauen. Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation sterben jährlich weltweit 450.000 Betroffene an den Folgen. Aber auch wenn der Tumor erfolgreich entfernt wurde, bleibt die bange Frage: Kommt er wieder? Die niederländische Forscherin Laura Johanna van 't Veer hofft, darauf eine Antwort zu finden. Man versucht, mit Hilfe von Chemotherapie zu verhindern, dass der Krebs zurückkommt. Die Frage ist, ob jede an Brustkrebs erkrankte Patientin tatsächlich die Therapie braucht. Gibt es ein Verfahren, mit dem man feststellen kann, ob eine Chemotherapie wirklich nötig ist? Vielleicht kann der Tumor selbst diese Auskunft liefern. Als van 't Veer 1993 mit ihrer Forschung beginnt, sucht sie nach einer neuen Methode, um endlich eine genauere Prognose zu finden. Mit meinem Kollegen, dem Molekularbiologen René Bernards, entschieden wir, Gewebeproben von Frauen, die schon einmal Brustkrebs hatten, zu untersuchen. Bei manchen dieser Patientinnen kam es erneut zu einer Tumorbildung, bei anderen nicht. Dabei überprüften wir die Aktivität der Gene im Tumor, um festzustellen, ob wir dadurch das Risiko einer erneuten Tumorbildung besser einschätzen können. Der Krebsbehandlung liegen jahrzehntelang drei Hauptkriterien zugrunde: Das Alter der Patientin, der pathologische Befund und die Anzahl der sich teilenden Krebszellen. Laura Johanna van 't Veer und ihr Team suchen hingegen in den Genen der Tumore nach Zusammenhängen mit der Erkrankung. Nach der Analyse unzähliger Tumorproben machen sie eine wichtige Entdeckung. Wir entdeckten bestimmte Muster in den Genen der Tumore, anhand derer wir zwischen hohem und niedrigerem Wiedererkrankungsrisiko unterscheiden können. Es gibt 70 spezielle Gene in den Tumoren, die über das Risiko einer erneuten Erkrankung dadurch entscheiden, ob sie aktiv oder passiv sind. Sie entwickeln ein neues Verfahren, den sogenannten Mammaprint-Test. Mithilfe dieses Tests kann man die Aktivität tausender verschiedener Gene zur gleichen Zeit untersuchen. Auch die der etwa 70 krebsspezifischen Gene. Wir vergleichen die aktiven und passiven Gene miteinander. Sind sie aktiv, ist der Tumor aggressiv, greift umliegendes Gewebe an und bildet Metastasen in den anderen Organen. Sind diese Gene passiv, ist das Risiko einer weiteren Ausbreitung geringer. Diese Theorie wird in jahrelangen Untersuchungen bestätigt. 2003 wird der Test auf den Markt gebracht. Der Mammaprint-Test ermöglicht eine bessere Voraussage darüber, bei welchen Patienten ein erhöhtes Wiederausbruchsrisiko besteht und bei wem es nötig ist, eine Chemotherapie anzuwenden. Bei niedrigem Risiko können wir auf sie verzichten. Damit ersparen wir den Patienten die schweren Nebenwirkungen, wie zum Beispiel Haarausfall und permanente Müdigkeit. Um es zu veranschaulichen, vergleicht van 't Veer die Wahl der richtigen Behandlungsmethode mit Flecken auf Textilien. Während sich beispielsweise ein Klecks Joghurt einfach mit etwas Wasser entfernen lässt, muss man bei hartnäckigeren Flecken stärkere Mittel anwenden. So ist es auch in der Krebsbehandlung, bei der nun in vielen Fällen den Patientinnen eine Chemotherapie erspart werden kann.
In der Praxis hat der Mama-Print-Test dafür gesorgt, dass 20-30% weniger Brustkrebspatientinnen eine Chemotherapie brauchen. Es macht mich glücklich, dass diesen Frauen die unnötigen Nebenwirkungen erspart werden können. Das von ihr entwickelte Verfahren ist erfolgreich. 2004 gründet Van Veer die Firma Agendia, die heute in Amsterdam und in Kalifornien beheimatet ist. Agendia gehört inzwischen zu den 14 weltweit führenden Molekulardiagnostikunternehmen. Der Mama-Print-Test wurde erst in den Niederlanden eingesetzt, wo er auch entwickelt wurde. Inzwischen wird er in Europa, Nord- und Südamerika und Asien verwendet. Bei über 40.000 Frauen half der Test bei der Diagnose und Krebsbehandlung. Für ihre erfolgreiche Krebsforschung ist Laura Johanna van Veer jetzt für den Europäischen Erfinderpreis nominiert, der in diesem Jahr zum 10. Mal verliehen wird. Ich bin sehr stolz auf die Nominierung, besonders weil es noch so viel zu tun gibt, um die Behandlung von Brustkrebspatientinnen zu verbessern. Diese Nominierung hilft, auf unsere Methode aufmerksam zu machen und die Behandlung von Brustkrebs zu optimieren. Ob die Forscherin den renommierten Preis erhält, erfahren wir im Juni in Paris.